Hallo Leute und herzlich willkommen zu Hello Neighbor Alpha 2. Heute, wieso? Achso, jetzt kann ich mich bewegen, alles klar. Heute sind die Ziele erstmal hier oben, diese zwei Räume zu erforschen, beziehungsweise diese drei hier. Wir waren ja bisher nur in diesem da. Und wir haben ja auch eine Waffe gefunden in den letzten Folgen. Das heißt, es muss auch möglich sein, den Nachbar zu verletzen. Also ob es möglich ist, weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie habe ich keinen Sound. Ah, jetzt habe ich Sound, okay. Auf jeden Fall werden wir das heute mal so ein bisschen versuchen und... Keine Ahnung, was das übrigens immer für ein Piepsen ist. Ich weiß es nicht, aber es juckt mich auch nicht. Genau, für das müssen wir jetzt aber erstmal wieder rein, denn wir brauchen den... Was brauchen wir nochmal? Den Schlüssel von ihm, aber ich weiß gerade auch nicht, wo er ist. Okay, ist aber, glaube ich, nicht hier drin. Das ist ganz praktisch, dass man hier durch diese Türen schauen kann halt, ja. Hier durch Schlüsselloch. Oh, ich glaube, er kommt, oder? Ich glaube, er war auf Klo gerade. Er trinkt gerade Milch, okay. Stimmt, mit dieser Milch kann man, glaube ich, auch etwas machen, aber ich weiß nicht, was... Könnten sie vergiften. Okay, wir gehen jetzt mal raus. Er ist jetzt auch draußen. Wir sollten auch sneaken, weil, wie gesagt, er hört ja viel besser. Genau. Hier drin ist ja jetzt hier der Schraubenschlüssel. Und hier unten war ja, glaube ich, nur eine Taschenlampe. Oh, okay, die Milch. Ist hier auch noch... Ist hier unten sonst noch ein Wecker? Alles klar, ja. Da ist ein Dietrich. Okay, alles klar, nice. Hey, Hauptsache, wir haben einen Dietrich gefunden. Okay, dann machen wir hier mal kurz durchgucken. Okay, er ist nicht da. Wir gehen einfach mal hier hinten rein. Ich glaube, mit dem Dietrich kann man jedes Schloss aufmachen, das es gibt. Das ist noch so praktisch. Okay, dann brauchen wir den Crowbar hier auch noch. Was war nochmal das Ziel? Ach ja, genau, zu der Waffe zu kommen. Und nach oben zu kommen. Für das gibt es nämlich einen... Habt ihr das gehört? Der Nachbar hat gerade über komische Sounds gemacht. Wieso ist hier eine Bärenfalle? Ich war doch noch nicht mal drin. Oh, das war smooth. Schnell einfach aufs Dach, oder? Einfach hoch hier. Okay, wir legen den Schraubenschlüssel mal wieder hier ab. Und jetzt könnten wir schon da rein, aber wir wollen noch kurz die Waffe holen. Beziehungsweise, es gibt nämlich... Oh Gott. Ach, okay, es gibt keinen Fallschaden, zum Glück. Zum glücklichen Glück. Okay, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man den Nachbar in dieser Version verletzen kann. Das wäre auf jeden Fall cool. Und zwar müssen wir jetzt kurz gucken, wenn der Nachbar nicht hier ist. Und die Falle, genau, die ist auch nicht wieder neu irgendwie platziert. Wenn wir jetzt Glück haben, kommt der nicht. Dann können wir nämlich hier diesen Schalter drücken und dann fährt da hinten... Diese Wand hier hinten hoch und dort können wir dann hoch. Okay, wir gehen jetzt hier mal rein und dann hätte die jetzt eigentlich hier wegfahren sollen. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Okay, wieso funktioniert das nicht? Das ist nicht so gut. Ja, wir versuchen es nochmal, oder? Zack. Hüpf. Oh oh. Hä, die Wand bewegt sich gar nicht. Ach so, warte mal, wir müssen, glaube ich, erstmal hier noch den Stromgenerator einschalten. Problem ist, ich weiß nicht, wie ich den einschalte. Ja, der wird schon funktionieren jetzt. Ich weiß halt leider wirklich nicht, wie man den einschaltet, ob wir da vielleicht auch noch irgendwie etwas brauchen. Aber die Wand hier will irgendwie nicht runterkommen. Stromgenerator. Wie machen wir dich denn an? Ich kann mit dem auf jeden Fall Oh. Oh. LOL! Oh Gott, abschießen! Hä? Hat es geklappt? Hä? Wo ist der Nachbar? Ah, da. Ja, wie gesagt, also ich weiß halt nicht... Oh, lol. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie man den anmacht. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich weiß auch nicht, ob ich dazu halt irgendwie ein spezielles Item brauche. Könnte ja sein, ne? Oh Gott. Bin schon fast wieder überfahren worden. Wahrscheinlich muss ich hier auf den roten Knopf drücken. Ah, hä, wieso geht's jetzt? Keine Ahnung. Okay, aber es funktioniert jetzt. Ich hoffe, der Nachbar ist jetzt hier auch nicht im Weg. Dann können wir jetzt hier durch... Okay, jetzt ist die Wand irgendwie andere Farbe oder so, aber irgendwie noch nicht offen. Warte mal, wir versuchen es nochmal. Zack. Hä? Hä, ist das irgendwie kaputt? Nochmal. Hä? Ach so, jetzt. Okay, rein. Oh, lol. Nein! Da ist wieder der Teddy. Lol. Geht das jetzt vielleicht irgendwie? Hallo? Ist der... Oh Gott. Ach nee, halt die Fresse. Wie kann ich den denn ruhig machen? Ah, kriegt auch gar nicht mehr. Ich habe Angst. Hä? Junge, halt die Fresse. Oh. Hä? Das ist einfach ein Loch in der Wand, alles klar, Digga. Scheiße, kommt der Nachbar hier hoch? Nee, oder? Der kann doch eigentlich nicht hier hoch. Oh Gott. Was ist das denn? Alter. What? Feuerwerk? Lol, alles klar. Wieso auch immer. Okay, dann geht's jetzt hier weiter. In diesem Raum konnten wir eben nicht raus, weil hier das Brett davor... ist hier. Genau, jetzt sind wir wieder hier in diesem Raum. Mit der Keycard. Aber, ich will jetzt ja... Junge, halt die Fresse, kann ich dich nicht... Stumm schalten? Ich weiß leider nicht, wie ich den irgendwie ja ruhig stellen kann. Den auch noch wieder Reifen von seinem Auto. Alter, halt die Fresse.
Ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es sowas wie Vogelfutter, damit der nicht so ausrastet. Aber ich weiß es halt nicht. Okay, dann können wir hier auch aufs Dach. Wir müssen auf jeden Fall dann mal versuchen, hier alle Puppen auch zusammenzutragen und ja, dann gucken, ob die auch wieder so übel weird abgehen. Okay, jetzt können wir aber hier erstmal raus. Oh Gott. Aber hier drüben kommen wir halt eben nicht rein. Oh lol. Kommt der hier hoch? Okay, aber hier können wir nicht rein, auch wenn das Fenster eingeschlagen ist, oder? Okay, wir können aber reingucken. Ja, aber da ist halt nichts. Ja. Oh, hallo, Herr Nachbar. Passiert jetzt irgendwas, wenn wir ihn abschießen? Oh ja. Er blockt ab irgendwie. Ja, so wie gesagt, er blockt es halt irgendwie so ein bisschen ab. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man das als Verletzen zählen kann. egal, wir versuchen uns mal hier noch bei der anderen Seite, ob man so vielleicht reinkommt. Aber ich vermute nicht, das ist wahrscheinlich einfach eine unsichtbare Wand. Und da wird man nicht reinkommen. Doch. Lol, wir sind einfach hier drin. Lol, aber hier ist einfach nichts. Schade. Ist ja noch cool gewesen. Okay. Naja, interesting, aber trotzdem. Aber ich komme nicht mehr raus. Kann auch irgendwie auch nicht mehr bewegen. Hä? Hilfe. Mach jetzt nicht den. Ach so, ich bin hier auch in der Wand drin. Das ist ja klein einiges. Ach Gott, Leute. Oh. Es wäre cool, wenn er mich catchen könnte. Wir haben eigentlich ja den... Warte mal, treffe ich ihn von hier? Oh ja, wir treffen ihn sogar. ja, okay, Leute, auf jeden Fall. Also hat er irgendwie immer so einen Zitteranfall, wenn wir ihn treffen. Dann hätten wir das bestätigt. Also wir können ihn scheinbar nicht töten, aber wir können ihn so ein bisschen abblocken mit der Waffe. Dazu kommt, dass es hier oben ja Feuerwerk gibt. Das haben wir nicht gesehen. Und deswegen wir noch diesen Vogel stillen können. Das weiß ich aber leider auch nicht ganz wie. aber naja, was soll's. Schaut auf jeden Fall die letzte Folge an, da sind wir ins Ending gekommen. Da haben wir... Alter, was waren das für Geräusche? Da sind wir ins Ending gekommen und haben noch ein sehr spezielles Secret, eine Tür gefunden, die wir auf jeden Fall in der nächsten Folge oder in einer der nächsten erforschen werden. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Ladies and gentlemen, we got him.